So, neue Aufgaben, neue Woche, auf geht's. Also, als erstes machen wir einen Tanz vor einer Fledermausstatue in einem sehr hochgelegenen Pool und auf einem Sitzplatz für Riesen. So, ich habe mir die Map mal angeguckt. Ich denke mal, boah, das in einer Runde zu machen wird nicht einfach. Aber ich würde sagen, wir machen es nicht in einer Runde, sondern in zwei, aber in einer Solo-Runde. Machen das in zwei Solo-Runden. Ich glaube, in einer Runde werde ich das nicht hinkriegen. So, wir gehen direkt mal rein. So, falls du neu auf dem Kanal bist, wie gesagt, unten kann man 10 Euro Paysafe-Code knacken. Alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu, deshalb stehen da halt auch schon 10 Zahlen. Die 11. Zahl kommt bei 110. Und in jedem Video werde ich die nächste Zahl schon bekannt geben. Heißt quasi, wenn du das Video bis zum Ende guckst oder bis zu dem Punkt, wo ich den Code sage, bist du schon mal weiter als die, die immer nur reinklicken und gucken, ob der Code weiter ist. Also nur so als kleiner Hinweis am Rande. Und wenn du mehr über mich wissen willst oder wie das Gewinnspiel, ich sage jetzt einfach mal Gewinnspiel, genau abläuft, unten in der Videobeschreibung ist noch ein Video von mir, wo ich mich einmal beschreibe. Also wer ich eigentlich bin und wie das mit dem Code abläuft und wo du den einlösen kannst etc. Und dann muss ich natürlich sagen, danke immer noch für 106 Abonnenten. Ich hätte nie gedacht, dass es alles so schnell geht. So. Ja, also wir müssen einmal hier hin zur Hand Tilt und dann müssen wir, das sieht man jetzt gar nicht hier so, wir müssen einmal hier unten hin und da wo dieser Stuhl ist, wo mein alter Landeplatz immer ist. Wir probieren es aber trotzdem mal hier, jetzt muss ich gerade selber nochmal überlegen, wo das genau war. Fail des Jahrhunderts gibt das. Wo war denn nochmal diese Fledermausstatue? Gerade schnell die Lösung geguckt, aber... Ach doch, da, oder? Fledermausstatue? War das da oder nicht? Ich bin mir gerade nicht sicher. Scheiße. Selber verkackt. Ist, wenn man schnell machen will, weil man 800 Videos jetzt aufnehmen muss. Und ich euch natürlich so schnell wie möglich die Lösung zeigen will. Jetzt ist hier nichts. Ich will das nicht machen in einer Runde. So, gerade schnell nochmal gucken, wie das Bild aussah. An dem Friedhof. Ah, okay. Schnell wieder zurück. Zack. Ich muss gerade gucken, wo die Statue selber ist. Oh. Die ist es nämlich nicht. Warte mal, der Blick ist hier auf dem Berg. Was ist denn diese scheiß Statue? Wo ist er? Oh, mit 55 Leben ist es natürlich... Versuche mir gerade hier das Bild zusammen zu. Bin ich denn jetzt hier nur doof? Ist das nicht da hinten? Da ist das. Meine Güte, ey. Das war's ja mal wieder komplett. Also, hier müsst ihr hin. So, ich habe keine Ahnung, wo der Gegner da oben war. Ach, der ist ganz oben. So, ein bisschen Blue Life wäre nicht schlecht.
Ich werde es natürlich trotzdem versuchen in einer Runde, aber ich glaube, das wird uns nicht wirklich gelingen. Weil, wie gesagt, wir müssen hier hin. Nee, schaffen wir nicht. Ich habe gerade überlegen, ob ich mich sterben lassen soll. Ach, und wir müssen sowieso, wir müssen auf die Insel hoch. Wo ist er? Los mit mir. Läuft ja richtig gut. Das Problem ist, wenn man so Runden anfängt, will man natürlich auch nicht unnötig sterben. Bam, 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 bam. Aber wie gesagt, wenn ihr noch nicht jetzt wisst, wo, einmal hier. Dann einmal auf der Insel und dann unter der Insel ist doch dieser hohe Stuhl. Da muss man hin. Und auf der Insel ist halt ein Pool und da müsst ihr am Pool dann halt tanzen. Aber wir versuchen es irgendwie noch in der Runde. Ich will die Aufnahme natürlich nicht unnötig in die Länge ziehen, aber es läuft gerade so gut. Für meine Verhältnisse sowieso. Ich meine, 3 Kills. Aber ich habe ja schon im allerersten Video gesagt, meine Aufgaben mache ich sowieso anders da. So, gerade mal Glucki Glucki machen. Auf die Insel komme ich gar nicht mehr anders, glaube ich. Ich weiß noch nicht, ob bei der Insel, ob der Sog da von unten hochzieht, aber allein zeitlich kann ich es ja nicht mehr schaffen darüber. Brauchen wir uns ja nichts vorzumachen. Also werde ich wohl dann in der zweiten Runde direkt auf die Insel drauf. Und dann runter zu dem Stuhl. So, gucken, ob wir hier in der Runde vielleicht noch gerissen bekommen. Bam, bam, bam. Ich sehe auch keinen hier rumlaufen. Das ist natürlich blöd, wäre jetzt die Zone genau dahin gefallen, das wäre natürlich Jackpot gewesen. Wie gesagt, auf die Insel müsst ihr und auf der Insel ist halt ein Pool. Wenn ihr von oben drauf guckt, also ich guck mal gerade, ob das hier, da ist der Pool. Nee, stimmt nicht. Hier ist der Pool. Da ist der Pool. Und der Stuhl ist halt, wie gesagt, quasi da drunter. Ist halt dieser riesige Holzstuhl. Ja, ich hätte es halt schon gern geschafft. Aber nicht schlimm, spielen wir halt noch eine Runde. Wer jetzt noch dabei ist und noch nicht abgeschaltet hat, wird auch belohnt, denn die nächste Zahl ist die Nummer 4. Also Code 4. Erstmal hier raus. Da unten dackelt aber auch keiner rum. Ja, Tilted ist zurzeit echt Todesbereich. Keine Sau will, glaube ich, mehr dahin, großartig. Also ich zumindest schon mal nicht. So, wenn wir ein bisschen Blue finden würden, irgendwo wäre natürlich nice. Da hinten hat einer einen Baum abgebaut, oder? Was ist das denn? Schön was verpasst. Was ist das denn da hinten? Nie gesehen.
Ich muss da. Ach, es ist bestimmt der Block, der irgendwie so am Eskalieren ist. Bam, bam, bam. Selber, keine Gegner mehr. Ich spiele ja jetzt wirklich nicht defensiv. Ach, gehen wir schon mal in die Zone. Ich wollte jetzt eigentlich gucken, was da hinten los ist, aber gehen jetzt in die Zone. Ich sage, ich gucke einfach, wie weit wir kommen. Renne hier nicht defensiv rum, versteckt mich nicht. Wenn wir Gegner sehen, versuchen wir ihn zu holen. Ich sehe aber auch absolut keine Menschenseele. Könnt ihr mein Startschild angehört? So meine Arena spielen würde, das wäre schon gut. So, gerade mal kurz was gucken. Eieiei, schon 11 Minuten die Aufnahme. Ah, ich dachte eigentlich, kriegt er so ein 10, 15 Minuten hin. Aber weißt du, wie das da hinten aussieht? Ist das bei der Block? Doch, ist der Block, oder? Keine Menschenseele läuft hier rum. Und da hat einer hochgebaut. Mal gucken, ob wir da einen finden. Nachladen können. Habe ich jetzt nachgeladen? Ich muss auch aufpassen, dass ich die eine Aufgabe nicht mache. Also mit der Maschinenpistole darf ich eigentlich keinen Kill. Ja, wo ist denn hier mal einer? Dun, 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 dun. Da hinten kommt auch keiner rein. Ja, was ist da los hier? Ah, ein Biggie. Pass auf, jetzt werde ich weggesniped. Ah, da ist einer. Ah, da hinten ist auch definitiv einer, der hat nämlich dieses Schutzschild geworfen. Ah, entweder oder. Falsch, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Zone kam. Schlimmes, wenn es so um die Top 10 geht, da fängt es natürlich wieder an zu kribbeln. Also jetzt geht's noch, weil ich halt nicht wirklich. Ja, der geht auf den Roboter da oben. Doch schon runtergesprungen. Kannst du doch nirgendwo richtig einmischen.
Ach, ah, 10er. So, dann gehen wir jetzt mal zu den anderen zwei Standorten. Haben uns wenigstens noch schön ein paar EP eingesammelt. Bam, 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 bam. So, auf geht's. Komm, schneller. Geht schon viel zu lang. Deshalb probiere ich es halt eigentlich immer alles in ein Video zu packen. Aber hier, das war nicht machbar. Jetzt hoffe ich, dass die Zone... Ah ne, ich muss hier auf die Insel kommen. Auf die Insel kommst du eigentlich nur, meine ich jedenfalls, wenn du direkt drauf springst. Oder kommt man doch irgendwie anders noch hoch, außer sich eventuell hochbauen. Weil höher als man bauen kann, kann es ja eigentlich nicht sein. Probieren Sie jetzt einfach mal. Im Prinzip, wir müssen ja nur landen, schnell tanzen und wieder weg. Und vielleicht noch 20 Kills machen oder so. Ne, Quatsch. Da, da, da. Aber so könnt ihr wenigstens die Aufgaben schön entspannt mitspielen und dabei das Video gucken. Weil das habe ich immer so bei manch anderen nicht so gemocht. Wenn ich dann die Aufgabe geguckt habe, muss ich dauernd anhalten, weil das Video nur 2 Minuten dauert, weil derjenige einfach nur schnell hin und her geschnitten hat, fertig. So, auf die Insel kommen wir schon mal definitiv. So, ihr wisst ja, 90 Grad Winkel. Also jetzt. So, und die Statue ist ganz hinten. Und so wie ich jetzt fliege, genau da unten drunter ist auch der Stuhl. Ich hoffe halt jetzt echt, dass wir beides hinkriegen in der Runde. So, wir müssen irgendwo an den hinteren Teil. Ah doch, von unten kommt man hoch, von dem Baum da. So, hier ist schon der Pool. So, ich will nur tanzen, mehr will ich nicht. Lass mich doch in Ruhe. Mach jetzt keinen Quatsch. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Wenn ich einmal trifft, war es das. So, Aufgabe geschafft. Wo ist er? Wo ist er? Boah, fast schon durch den Fallschaden. Wo ist er? Da. Du Trottel. Deshalb bin ich... Oh, danke schon mal für dein Abo, Mia. Wie ihr seht, wenn ihr zur richtigen Zeit abonniert, kommt ihr rein. Deshalb inzwischen finde ich den Solo-Modus zehnmal besser als Arena. Ist gefühlt einfacher. So. Ich darf immer noch keinen mit einer MP töten, ne? Ne. Bam, 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 bam. Achso, ich wollte mich ja hochheilen, gell? So, jetzt versuchen wir gleich wieder hochzukommen. Nur gerade mal gucken, ob das geht. Das ist nur rein Interesse halber. Ich will das Video halt auch jetzt nicht zu lang in die Länge ziehen. Yep. Ja, die MP darf ich nicht mitnehmen. Sonst mache ich nämlich doch wieder aus Reflexen Kill damit. So, hier müsste aber eigentlich noch ein Gegner sein. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon in die Scheune ist oder. Aber noch im Haus ist.
keine Ahnung, wo er hin ist. Oder ist runter und ist jetzt wieder hoch. Kann natürlich auch sein. Ah. Also man kommt von unten auch wieder hoch. Das Gute ist, ich habe nichts zum Bauen. War zu erwarten, dass einer sitzt mit der Pump. Ich hatte aber auch keine dabei. So, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Jetzt wisst ihr genau, wo alle drei Sachen sind. In dem Sinne würde ich sagen, Abo nicht vergessen, wenn ich euch helfen konnte. In dem Sinne, haut rein und bis zur nächsten Aufgabe.